ist unser Haus und da liebe ich ihr Leben. Ja. Geil. Ich sitze da wirklich und bin einfach nur glücklich und genieße jede Sekunde. Die Stimmen gigantisch, also bin wirklich beeindruckt. Schön, die Geschichte weiter erzählt zu sehen, aber auch starke Frauen aufbegehren gegen die Arschlöcher. Die Charaktere sind so toll, wirklich spannend. Bin wirklich schwer beeindruckt. So viel Energie, so viel Spaß, eine zauberhafte Musik und geniale Texte und ein feministisches Manifest. Fortsetzung, 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 Fortsetzung. Die Wolfgangsee-Geschichte mit dieser unglaublichen Kraft und Spielfreude. Dieses Alpenbild, ja, alle in Lederhosen und ja, das Ensemble, was so wunderbar getanzt hat, das hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Wenn man sieht, wie Frauen diskriminiert worden sind, was da die Gesetze vorgegeben haben, also einen Führerschein durftest du nicht machen, ohne dass der Mann zugestimmt hat, Mietvertrag nicht und weiß ich was alles, das ist so lange noch nicht her, ja, man vergisst das immer wieder. Grandios, fantastisch, es passieren Dinge, die man nicht kommen sieht und man denkt sich, was ist da gerade passiert? Es ist voller Überraschung, aber auch ganz viele wichtige Themen, ernste Themen, trotzdem sehr entertaining, alles ist Perfektion, die Choreo, die Frisuren. Das ist sehr erwachsen und sehr dramatisch. Highlight für dich bislang? Mehr Frauen, die sich von ihren Männern trennen sollten, ja. Diese Frauen, die wir da heute sehen im Stück, die zeigen, was erkämpft wurde und die inspirieren uns dafür, heute noch für mehr Gleichberechtigung zu kämpfen. Das ist das, was das Stück an Ermutigung auch zeigt. Hat einen sehr, sehr guten Rhythmus und finde ich von der Haltung letztendlich, um Gottes Willen, lass uns weiter frei denken. Jetzt haben wir Broadway in Berlin und ich bin ganz stolz darauf. Es ist mega. Die haben wieder so wunderbare Melodien, die Musik und dann die Kombi, Komik, Dramatik, man ist berührt. Einfach mitreißend. Das ist also, wer da sitzen bleibt, der ist tot. Geile Kostüme, geile Performances und ich habe gelacht wie sonst was. Also richtig gut. Es war wunderbar. Ich fand ehrlicherweise sogar, dass die Spanne der Gefühle im Vergleich zu 56 so noch mal größer geworden ist. Ja. Ich kann nur Eva zitieren, also ein Orgasmus würde mir schon reichen und das war für mich ein Orgasmus. Bin überwältigt und ganz so glücklich. Ja? Ja. Das ganze Ding ist ein mega, mega Highlight. Love it. Was war das für eine Weltpremiere von Kudamm 59 im Theater des Westens? Ab sofort immer hier zu sehen. Empfehlt es bitte allen euren Freundinnen, auch euren schlimmsten Feindinnen, weil jeder hat verdient, dieses Musical zu sehen. Ich hatte einen fantastischen Abend und ich gehe jetzt nach Hause schlafen. Tschüss.